Gott, wir brauchen ein weiteres Zimmer in diesem Haus. Bob hat folgendes erhalten. Eine Seifenblasenflasche von der Geekon. Na, herzlichen Glückwunsch. So, Puppenhaus für zwei. Es wird ein Geschenk in Ehren halten. Ein Puppenhaus für zwei? Wie sieht denn das aus? Ableben durch Erfehlen. Etwas, weil die Kälte sie umbringt. Ja, wissen die schon wieder. Aber können Kinder durch Kälte sterben? Oder werden die dann weggenommen? Ich dachte, Kinder können nicht sterben. Winterfest war erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich. Okay, dann kannst du jetzt wieder reingehen. Alter. Okay, Weihnachten, yay! Oder hat sich gerade der Weihnachtsmann in Luft aufgelöst? So, du könntest doch jetzt einfach mal duschen gehen. Es geht nämlich... Was machst du denn jetzt? Nein, machst du nicht. Du gehst jetzt duschen, Mädchen. Du kriegst bald schon wieder Kinder. Da kannst du jetzt hier nicht... Da haben wir keine Zeit für sowas. Und dann kannst du hier mal ein Stück nehmen. Wer hatte noch Hunger? Machen wir das umgekehrt. Ein Stück nehmen, verwenden. Chloe, schlafen gehen. So, Barbara. Kannst du da mal die Torte essen? Ein verständliches Ei. Ach so, da gibt es doch Kinder, die ein Geschenk auf... Das Spiel kommt nicht hinterher mit Geschenke öffnen. Speichern wir noch mal ganz kurz, Alter. So, Dori. Passt schon, Dori. Dori, wo gehst du mal schlafen? Hier, du gehst mal da oben schlafen. Du bist sehr, sehr müde. Alexa, schlafen gehen. Fred. Fred geht eigentlich. Fred kann sich auch mal ein Stück nehmen. Was ist mit Erna? Erna? Boah, Erna, was machen wir mit dir? Puh, du kannst machen, was du willst. Der Mr. Georg, du kannst dir mal ein Stück nehmen. Und Hannes nimmt sich auch ein Stück. Und die beiden Kinder müssten eigentlich dringend gebadet werden. Oh Mann, ey. So, was machst du? Hunger. Okay, dann schauen wir doch mal hier. Was hast du? Wir haben drei Altmaterial. Oh, Staffelei von Künstler und Pech. Sie hat eine Staffelei erhalten. Wir haben schon eine. Dann haben wir jetzt zwei. Dann könnten eigentlich die beiden... Da könnten wir jetzt Malwettbewerbe machen. Guck mal, die können jetzt hier... Ganze Kolonne können wir hier machen zum Malen. Oh! Oh, hier ist der Stuhl. Und eine Kaffeemaschine. Und ein Chemieteil. Und ein Fernseher. Oh. Oh, wir haben ein paar große... Oh, und hier sind auch die Hausaufgaben. Ist ja unpraktisch. Aber, warte mal. Dann, Moment mal. Dann müssen wir das mal ganz kurz hier irgendwie... Okay, dann machen wir mal den Schachtisch. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen kalt. Aber ich stelle mal den Schachtisch hier hoch. Dann haben wir nämlich im Kinderzimmer mehr Platz, um zum Beispiel Bleistift, den Chemietisch hier hinzumachen. Den Staubsauger stellen wir einfach mal hier hin. Das ist der Stuhl. Warum passt denn der Stuhl da nicht hin? Wegen der Tür, ne? Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir noch ein Puppenhaus für zwei. Ich habe halt überhaupt keinen Platz. Wir können das Puppenhaus vielleicht... Nein, wir können es erstmal auf den Balkon stellen, das Puppenhaus. Im Frühling ist es schon schön, wenn das Puppenhaus da bespielt werden kann. Hier wollte ich jetzt noch den Fernseher hinstellen. Den wollte ich jetzt irgendwie so mitten in den Raum stellen, weil ist ja egal. Guck mal, hier gibt es Bauklötze, die man stapeln kann. Hier gibt es noch mehr Klötze, die man stapeln kann. Und den Fernseher stellen wir jetzt mal hier hin für die Kinder. Dann haben wir eine Kaffeemaschine. Die würde ich jetzt mal hier hinstellen für Leute, die gerne Kaffee trinken. Den dekorativen Teller verkaufen wir. Ein Bärchi voller Liebe. Ich meine, keine Ahnung. Was machen wir mit dem Bärchi? Kann Bärchi erstmal... Ein Bärchi erstmal irgendwo hinsetzen. Hier ein Bärchi und das andere Bärchi verkaufen wir.
Und die Hausaufgaben verkaufen wir. Let's go! Speichern. Weiter geht's. Vielleicht gibt es ja Kinder, die da an irgendwas dran interessiert sind. Oh, und dann haben wir natürlich ja noch die ganzen Sachen, die die Kinder in der Tasche haben. Kindergeige, Seifenblasen. Die Kindergeige. Wir können die Kindergeige mal hier daneben stellen. Und die Seifenblasen machen wir mal da in den Schrank. So, du hast auch eine Geige bekommen. Wo war jetzt die andere Geige? Oh, sie sieht aus. Warte mal, hier kann ich noch eine Geige hinmachen. Was hast du bekommen? Die verkaufen wir. Yes. Gut verkauft. Sehr gut. Dein Spielzeug kannst du in der Tasche behalten. Ist mir jetzt auch egal. Noch mehr Bauklötze. Ja, hier machen wir mal Bauklötze noch mehr hin. Und du hast Kuchen in der Tasche. Und ein Buch. Ah, Maxis Man rettet die Stadt. Genre Kleinkinder. Blicke in die untere Atmosphäre. Was siehst du? Ist es eine entgleisende Lok oder ein Bär auf der Suche nach Honig? Nein, es ist Maxi Man und er ist gekommen, um den Tag zu retten. Okay, aber ein bisschen Kohle ist dabei. Das ist doch super. So muttert. Das war doch mehr oder weniger, wollte ich sagen, ein erfolgreiches Weihnachten. Du hast auch noch eine Staffelei bekommen? Wir haben halt drei Staffeleias. Ja, da können wir aber ordentlich viel Bilder malen. Ich habe kein Move Objects an, darum ist das gerade so ein bisschen merkwürdig. Also wenn wir jetzt jemanden hätten, der gerne malt, der könnte uns echt ein bisschen Kohle beschaffen. Was? Malu hat aufgehört, Sims zu spielen? Komisch. So. Kinder stinken, nichts Neues. Sie liegt im Bett und hat schon wieder Hunger. Chloe, die erholt sich jetzt endlich mal ein bisschen. So, die Barbara, ich mache jetzt mal... Wie sieht's denn mit euch aus? Kein Hunger, kein Hunger. Da kann ich eigentlich auch den Kuchen wieder in den Kühlschrank packen. Oh, sehr gut. Guck mal, hier, ist es Fred? Fred räumt schon wieder auf. Klasse. So mag ich das. Können wir denn noch... Oh, kannst du hier mal aufräumen. Wegwerfen, dankeschön. Das geht so nicht. Fred räumt erstmal auf. Alexa hat gefurzt. Alexa müsste aber auch mal duschen. Das macht sie nämlich jetzt. So, du gehst mal duschen. Und das ist auch alles dreckig. Und dann gehst du mal aufs Klo. Oh, guck mal hier, die Chloe, die geht jetzt als Barista arbeiten. Um 5 Uhr in der Früh geht die arbeiten. Chloe kommt zu spät zur Arbeit. Scheiße. Ich habe nicht gedacht, dass die geht also quasi vor der Schule arbeiten. Ui. Wahrscheinlich 2 Stunden. Und dann kommt sie nach Hause und muss dann zur Arbeit gehen. Oh, wenn ich das gewusst hätte, Chloe. Dann hätte ich besser auf dich aufgepasst. Oh, das tut mir jetzt schon ein bisschen leid, Chloe. Oh nein. Oh, das ist jetzt ein bisschen ein Upsi. Aber okay. Und das auch noch am ersten Arbeitstag. Scheiße. Ah, es könnte ja auch einmal könnte ja auch mal was funktionieren bei mir, ne? So, wir machen erstmal alles verkaufen. Fantasiefähigkeit erworben. Hannes, super. Sehr gut macht das der Hannes. So, Hunger hat die Arme auch noch. Dann machen wir einfach das Leben. Und dann kann die... Alter. Die ist auch einfach nur noch eine Geburtsmaschine, oder? Entbindung in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das heißt, es kann jeden Moment passieren, dass sie ein Kind kriegt. Ja. Gut. Dann gehen wir doch einfach wieder ins Bett und ignorieren das einfach. Guck mal, Barbara, es wäre so viel einfacher, wenn du einfach richtig schlafen würdest. Dori hat alles im Griff. Mehr oder weniger. Alex hat alles kaputt gemacht, was man irgendwie hätte kaputt machen können. Fred hat alles im Griff.
Erna hat alles im Griff. Und die Kiddies sind traurig, weil sie stinken. Hygiene, Aufmerksamkeit. Und der Hannes, der muss auch noch auf die... Aber Hannes, geht doch einfach schlafen. Guckt sie fern da unten? Nee, okay. Der Pingu steht aber mitten im Zimmer. Ah, der Pingu steht einfach mitten im Zimmer, aber okay. Egal. It is what it is. So, Kathi? Baba muss in circa einer Stunde in der Schule sein. Chloe muss in circa einer Stunde... Chloe, Fred, Alexa, Erna. Ja, ja, alle. So, 74. Wo kommt denn der Taui her? Warum haben wir plötzlich einen Taui? Hä? Wo kam denn jetzt die Kohle her? Für was? Warum? Hä, die hat doch nur 74 Simoleons bekommen. Gab's irgendwie Kindergeld oder was? Ich bin verwirrt. Wo kam die Kohle her? Haben wir irgendwas verkauft? Haben wir irgendwie... Ja, nach drinnen laufen ist ja schon in Ordnung, aber wir müssen erstmal hier aufs Klo, bevor wir ins Bett gehen. Und wir reparieren mal kurz die Dusche und wir reparieren mal kurz das Waschbecken. Aber erstmal pinkeln, Alter. Das ist einfach alles dreckig. Wenn wir uns wenigstens eine Haushälterin leisten könnten oder ein Kindermädchen wäre ja auch schon großes Kino. Und dann kommen ja noch zwei Kinder dazu. Wir brauchen ganz dringend eine Haushaltshilfe und ein Kindermädchen. Ist, glaube ich, nicht gegen die Regel, ein Kindermädchen zu haben. So, ab in die Schule, würde ich sagen. Wir sind alleine mit den zwei Zwergen. Und es könnte jederzeit sein, dass wir so ein Kind kriegen. Oder zwei. Oder drei. Ich weiß es ja nicht so genau. Das Spiel hat es ja irgendwie... hat sich irgendwie gegen mich verschworen, habe ich das Gefühl. So, dann müssten theoretisch... Ja, auf... Oh, die schläft noch, ne? Scheiße. Hallo, Kinnis! Aufstehen, Schule! Ding, 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 ding! Alter, die liegen noch im Bett. Also mit dir? Auf geht's, Erna! Ja, nicht hier rummeckern, sondern in die Schule gehen. Kenners. Und die haben ihre Hausaufgaben. Irgendjemand hat seine Hausaufgaben. Alter. Wer von euch hat seine Hausaufgaben nicht mitgenommen? Irgendein Kind, was bereits in der Schule ist, hat erfolgreich seine Hausaufgaben zu Hause auf dem Schreibtisch liegen lassen. Bravo, es wird immer besser. So. Der Wusti ist hier gerade durchgetrampelt. Ich weiß nicht, was der schon wieder macht. Fliegen. Ja, es schneit. Zieht euch an. Hoppala hopp. Warum abfeiern? Was willst denn du abfeiern? Bärenkostüm anziehen. Grundschule besuchen. Wusti, Wusti. Zieh dir doch was, Alter. Zieh dir doch was an, Mädchen. Es ist Winter, Alexa. Oh Gott, ich krieg's nicht mal gebacken, dass die Kinder Wintersachen anziehen, wenn sie in die Schule gehen. So, du machst es aufwischen. Und dann hier säubern. Es tut mir so leid. Ich weiß, dass du müde bist und es tut mir auch so leid, aber du musst jetzt das Haus ein bisschen sauber machen. Ja, und ich weiß, du stinkst. Leg dich doch einfach ins Bett. Okay, ihr schlaft jetzt einfach. Einfach Augen zu und dann ist das alles nicht mehr so schlimm. So, erstmal die ganzen Pfützen wegmachen. Wenn die halt nicht die ganze... Wir brauchen... Ich brauche ein weiteres Kind, was ich älter werden lassen kann. Ein weiteres Kind, was die Note 1 in der Schule hat. Und ich setze ja ein bisschen Hoffnung auf Barbara. Aber ich weiß nicht, ob das mit den Hausaufgaben und so gut genug war, was sie getan haben, damit sie jetzt die Note 1 kriegt, dass wir sie älter machen können. Damit ich mehr arbeitende Kinder habe. Mehr Kinder, die mehr Sachen machen können. Du musst draußen nicht wischen. Ach, da ist auch noch eine Pfütze. Scheiße. Die habe ich nicht gesehen. Schudibudi, Entschuldigung. Jetzt habe ich das abgebrochen. Egal, Hauptsache das Waschbecken ist noch...
Ich dachte gerade, wir kriegen schon wieder ein Kind. Der Direktor stattet der Klasse von Dori heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Dori sich entschieden, sich mit irgendwas zu beschießen. Soll sie das Kind ignorieren oder es bitten, damit aufzuhören? Sie ignorieren es einfach. Dori heftet die Augen pflichtbewusst auf die Tafel und hofft, dass das Kind bald aufhört. Stattdessen feuert das Kind ein Papierkügelchen so fest ab, dass es vor den Füßen der Lehrerin landet. Ausnahmsweise gerät einmal jemand anders in Schwierigkeiten und Dori macht ein unschuldiges, unkonzentriertes Gesicht. So muss es auch sein. Ja, ich weiß. Und der ganze Staub. Ich brauche jemanden, der für mich Staubsaugt. Aber ich kann mir das eigentlich nicht leisten. Ich habe Angst, wenn dann die Rechnung kommt, dann ist schon wieder... Wir können ja mal gucken. Ah. Okay. Oh. Was denn? Das sieht ja aus wie, Erna hat anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Der nachfolgende Unterricht wurde immer wieder durch Kichern gestört. Ich sage, Kreativität soll gefordert werden. Die darf so viele Pimmelbilder machen, wie sie möchte. Herr Letzter kritzelt eine Notiz und gibt sie dem Kind. Hör auf oder ich sag's. Das Kind rollt den Zettel auf und feuert ihn auf Alexa. Doch leider fehlt das Geschoss seine Ziel und landet Füßen der Lehrerin. Ausnahmsweise gerät einmal jemand anders in Schwierigkeiten. Sehr gut. Was noch? Abgespickt. Ein Lehrer hat bemerkt, wie Alexa bei einem Test auf das Blatt eines Mitschülers geschielt hat und sie ins Sekretariat geschickt. Ich bin sicher, dass das ein Irrtum war. Mein Kind soll den Test neu machen. Mein Kind soll beim Test durchfallen. Es war bestimmt ein Irrtum.